Politik im alten Wiel war sehr handfest. Gewesen. Da kam es zu Schlägereien und ab und zu auch zu Messerstechereien. Ich lese jetzt gerade einen Abschnitt aus dem Buch vor. Am 7. Dezember 1797 war es soweit und die Bürgerschaft wurde ins Rathaus bestellt. Doch bereits vor der Versammlung kam es zu einem Tumult. Eine Provokation stellte der Uhrmacher Franz Rüti dar, der in einem blauen statt dem üblichen schwarzen Mantel im Rathaus erschienen war. Kaum trat er in die Ratsstube, kam es zu Protesten und schließlich zu einer wilden Prügelei. Einige Männer zückten ihre Dolche und Stefan Seiler wollte bereits mit seinem scharf schneidenden Säbel zuhauen, als der Reichsvogt eingriff und im Namen des Fürsten Ruhe befahl. Wie Seiler bemerkte, hätte man an diesem Tag ohne das Eingreifen des Reichsvogts gewiss mehrere Tote aus der Stube getragen. Kultur war aber immer ein verbindendes Element, das die Wogen wieder geglättet hat und für gemeinsame Freude gesorgt hat. Genau, das Kulturleben war schon im 19. Jahrhundert sehr wichtig in der Stadt Wiel. Es hatte ja auch einen überregionalen Anspruch gehabt und es ist auch von der Kantonshauptstadt ein bisschen mit Neid betrachtet worden. Ich lese aus einer Kritik von 1894. Wer je einer theatralischen Aufführung der Theatergesellschaft Wiel beigewohnt hat, hört nur das allgemeine Urteil. Ja, es sind halt die Wieler. Und es sind alle Faktoren vorhanden, dass das Urteil auch dieses Mal das gleiche bleiben wird. Allein auch die Bühnenausstattung und Kostümierung haben jeweils mit den Kunstanforderungen Schritt gehalten. Wir wollen gewiss den Leistungen unseres Stadttheaters in keiner Weise zu nahe treten. Aber die Aufführungen durch eine Dilettantengesellschaft mit der Vorzüglichkeit, wie wir sie von den Wielern gewohnt sind, atmet ungleich mehr Frische, Wärme und Begeisterung.